Ja, das ist genau neben mir. Also ist Übergabe einfach. Gebe ich mal weiter an Michael. Ne? So. Achtung, Kabelsalat. Ich habe hier durch das Einstecken. Die kriegst du auch gleich, aber steck dir das erstmal an, so ein bisschen vor deiner Nase. Und da kommt hier nicht der. Ja. Das sollte gehen, ne? Ja. So, du hast deinen Pop auf der anderen Seite. Das hat er auch schon gehabt. Zuerst connect und dann ein. Geht mit dem Automatic Screen. Südlich. So. Ja. Haben alle noch mit was geschrieben, was ich da gemacht habe? Ja, was ich vorstellen möchte, das wäre ein kleines Python-Tool. Wird in letzter Zeit nicht mehr so extrem gepflegt und abgedatet. Aber es ist trotzdem ganz gut zum Untersuchen von verschiedenen Dateien und Archiven und File-Formaten. Habe ich entdeckt von den Dragon Research Group Challenges, weil die hin und wieder so komische Dateien hochladen. Haschweise Python-Tool, das ganz einfach mit Python, mit den WX-Widgets gestartet wird. Das heißt, normale Python plus WX und ich kann mir beliebige Dateien anschauen. Ich zeige euch mal sowas, wie das ausschaut. Ist das größer, bist du? Nein, weil die Schrift so ausfranst. Das ist das auch zum Sehen am Bildschirm. Ja, was besser? Ja, viel schon. Wenn wir beim Beamer das Gamma ganz drauf drehen, den Kontrast einfach. Oder ist das auch viel? Ja, also hast du einfach gestartet über Command Line. Und was man dann sehr schön machen kann, ich zeige mal ein Beispiel von den Challenges. Da war zum Beispiel ein Target Z, wird schön dargestellt, mit allen Feldern, Werten bis auf Bitlevel runter, alles dargestellt. Das ist oben, kann man vielleicht sogar erkennen, wird auch farblich hervorgehoben, wo in dem Hexstream gerade das Feld ist. Gehen wir auf einen größeren Block. Das ist zum Beispiel der File, also was ich da geöffnet habe, ist ein target-z. Das ist ein gezipptes tar-Archiv, das heißt, ich kann dann reingehen. Das, was ich hier gerade gehighlightet habe, was hier oben den ganzen Block hier darstellt, ist hier unten dargestellt und ich kann immer ohne weiteres dann noch einmal den Substream parsen und reinschauen, was da eigentlich da drinnen ist. Kann mir dann... Bis zu den einzelnen Dateien kann ich mir anschauen, was es da für Entries drinnen sind und auch da kann man, sofern ein Parser vorhanden ist, noch einen Substream parsen. Und ich kann mir dann direkt quasi den Originalfile anschauen, der da entsprechend da inkludiert war. Es gibt eine ganze Menge Dateisysteme, das heißt, der kann alles Mögliche an Embedded-File-Systemen und Archiven und so weiter alles dekodieren und wunderschön darstellen. Also wer irgendwann einmal detailliert in irgendwelche Dateien reinschauen möchte, ob die richtige Struktur des Hash war, ist ein ganz nettes Tool. Kann man die Felder editieren? Kann man die Felder auch editieren? Editieren nicht, nein. Das bringt, wenn du rein. Also wer ein OS X hat, den könnte ich dann empfehlen, Hexfin zum Beispiel, oder der NUXED, das sind so Hex-Editoren. Das ist nur zum reinen Analysieren und Parsen. Aber da hat man dann den genauen Offset, dann kann man reinschreiben. Aber suchen wird man auch können, ne? Oder? Im Hashoa? Ja. Was soll man suchen? Text? Nicht wirklich, nein. Irgendwas. Bytes. Nee, ich kann abspeichern. Okay. Das ist nur zum Gucken.
Hexfin kann suchen auch. Hexfin schon, ja. Aber der hast du auch nicht. Aber der ist ja wesentlich flexibler, weil er das richtig schön strukturiert darstellt. Oder kann ein anderes Beispiel zeigen. Noch von den Challenges. Das war, ich glaube, die zweite. Das war der hier, genau. Das ist immer so ein Zipfer, leider Gottes, wenn man sich das genau anschaut. Wenn man sich in die Flex reinklickt, findet man, dass es irgendwo mystisch encrypted ist. Also verschlüsselte Zipfer kann er zum Beispiel nicht dekodieren momentan. Aber es ließe sich ohne weiteres erweitern. Das ist Python-Code, der Source-Code ist halbwegs gut lesbar. Ja. Das, was ich kurz vorstellen wollte. Also genau, wo es zu finden ist, damit muss man mal öffnen. Das ist auf Bitbucket. Nach dem Begriff Hachoar suchen, kommt man relativ schnell drauf. Wie schreibt das? Hachoar. Hachoir. Das ist jetzt im Log zu finden. Ah, fehlt noch ein Timestamp und dein Handle. Wie magst du? Mika. Mika, wie immer. Okay. Ja. Frage. Also ja, ich habe teilweise übrigens hier Vornamen reingeschrieben, weil ich mir nicht ganz klar war. Weil du gerade dran bist, könntest du kurz so auf das Ding gehen. Kukus. Kukus, ja. Von Titanpad. Titanpad.com. /15. Ja. Ja, dann musst du mal kurz nach Mika suchen. Jetzt mal ein bisschen was freigeben, glaube ich. Na, das dauert aber nicht. Braucht ein bisschen klar, was du willst. Ja. Ja, einfach mit F suchen, das ist ein bisschen länger. Das finde ich, glaube ich, schneller mit Command F zu suchen. Was suchst du? Ich glaube, da ist gerade was reingepastet. Ich mach mal ein Menü. Ups, ja. Ups. Ja. Ach, das war DTLS. Ui, der hält sich den langen Pacebuffer. Hätte schlimmer sein können. Das ist ein Teil der RFC. Ja, suchen wir mal nach Mika, dann müsste ich da finden. Da, genau. So, da habe ich also jeweils dann noch davor bei ein paar Leuten einen Namen dafür zugeschrieben. Und Doku, da fühlt sich mir schon der Peter. Ich weiß nicht, welchen Handle er da gerne gehabt hätte. Sven W. Ja, ich bin nicht dankbar, wenn ich noch Sven davor schreibe. Aber nur von Michael kann man Michael davor schreiben, oder? So. So. Ich will das Ding auch nur so lange nehmen, bis wir gefunden haben, wer war denn noch hier auf der Liste und wer wäre der Nächste. Bitte helft mir mit Suchen. Was stand denn noch alles an? Also Ghostry haben wir gesehen. YouTube.dl. Wer würde denn mal YouTube.dl zeigen? Das war unter meiner Hörgrenze. Nicht, weil ich... C-Live. Spricht man so aus? Ja, ich wüsste von... YouTube-Download ist ja eigentlich nur für YouTube. Nein, da kannst du das mit jeder Pornoseite. Mhm. Wobei, wahrscheinlich ist dann jetzt YouTube-Download eh schon das besser gemaintainte Tool. Ich glaube, ich gebe an dich weiter. Du hast was darüber zu sagen, also bist du dran. Thomas, hier kommt das Mikro. Weitergeben. Und dann kriegst du natürlich auch gleich noch ein... Haben wir hier? Ja, willkommen.
eigentlich hier? Woran hängt das hier eigentlich? Irgendjemand steht drauf, oder? So fühlt sich das hier jedenfalls an. Also ich will das nur so weit überziehen, dass es hier nicht weit runter saust. Das ansteckt. Übrigens, genau. Es gibt ja so lustige KVM-Switches, wo jeder sich irgendwie ranstecken kann. Und dann muss